KTM, erster Startsieg, ich hab's gesagt, Kees van der Veen hat gesagt, wir haben's probiert und wir haben sie verbessert. Das ist ja. Thank you.
Sebastian Purcell, der hier heute eine blaue Yamaha ist vorne, aber die mit der Startnummer 15. Hier, das ist Marktrichter auf den Rasten stehen. Und dann mit der Startnummer nochmal gegen Rennende den ein oder anderen Fahrer. Nichts umsonst hat er ja einen Weltmeisterschaftslauf in Portugal gewonnen. Dann folgt Marc Dräuber, James Stock mit der Startnummer 64, mit der Startnummer 211. Billy McKenzie als Siebenter. Und der Bestechte kommt hier zurück mit Federici, mit Chiodi, mit McKenzie auf der Innenbahn. Nochmal von Stevenson, der driftet hier mit zur Seite schwenkenden Hinterrad um diese Sekunden gefahren von Federici, McFarlane und Steven Ford. Der Rücken Achtung auf der Innenbahn noch einmal gekontert und abgewehrt. Komplett andere Innenwahl, da fährt er etwas versetzt mit seiner Yamaha. Der Röver hat den Anschluss gefunden. Und Marc Dräuber wird jetzt schneller als Andrew McFarlane. Claudio Ricci, alter Stärke, aus diesem Ort. Und ab geht die Post. Jürgensen ist gut weggekommen auf der Innenbahn. Jetzt kommen sie hier in die Rechtskurve rein und es ist Kevin Schreibers. Da wird es aber verdammt rutschig. Thank you.
wird nervös. Er hat schon mitbekommen, dass die Verfolger schneller werden. Häufig. Für den 29-jährigen Brian Jürgensen, well done, und das noch mit einem Feuerwerk hier. Es geht, Evans, Kraftmeister, Jürgensen, aber wieder in der Seite.